Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zu dieser kurzen Vorstellung des Masterstudiengangs Digital Humanities, der ab dem Wintersemester 2022-2023 an der TU Dresden im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften angeboten wird. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und gleichzeitig Studiendekan des einzurichtenden Bereichs Masterstudiengang Digital Humanities. Auf meinem Kanal habe ich vor geraumer Zeit schon eine kurze Preview auf diesen Studiengang veröffentlichen können. Und im Moment sind wir ganz kurz davor, alle notwendigen Informationen für Sie so zusammenzustellen, dass Sie sich über diesen Studiengang informieren können und dann ab dem 1. April 2022 auch bewerben. Ich würde heute gerne die Gelegenheit nutzen, bevor wir noch die letzten Schritte der rechtlichen Prüfung abgeschlossen haben, um Sie über den Studiengang, seine Grundlagen, Grundgestaltungsprinzipien, die Voraussetzungen für die Aufnahme des Studiengangs und vor allen Dingen den Studienablaufplan kurz zu informieren und möchte Sie vor allen Dingen, und das ist der ganz zentrale Unterschied zu der bisherigen Preview auf diesen Studiengang, über die Wahlpflichtbereiche informieren, die wir eingerichtet haben und die Ihnen eine fachwissenschaftliche Orientierung erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen. Ich würde die Vorrede hier aber sehr gerne abschließen mit zwei Hinweisen, nämlich erstens der Verlinkung des Studieninformationssystems der TU Dresden SINS, sowohl als Infokarte als auch in der Beschreibung unter diesem Video, und gleichzeitig werde ich auch nochmal die ältere Vorstellungen des Masterstudiengangs zusätzlich verlinken, sodass Sie da den direkten Bezug herstellen können auf diesem Kanal. Doch nun freue ich mich, Ihnen das Programm und den Inhalt und die Absicht des Studiengangs genauer vorstellen zu können. Ich werde dafür ungefähr mir 10 bis 15 Minuten Zeit nehmen und hoffe, dass ich damit wichtige Fragen klären kann. Der Bereich Masterstudiengang Digital Humanities ist insofern eine Novität und innovativ, als er die Lehr- und Forschungsangebote von drei Fakultäten des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften zusammenführt, nämlich der Philosophischen Fakultät, der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften und der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, und das Ganze natürlich rahmt und mit einbettet in informatische Angebote, die zum Teil aus der Fakultät für Informatik selbst beigesteuert werden, aber auf der anderen Seite auch in unseren Partnereinrichtungen beheimatet sind, allen voran die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek SLUB, mit der wir nicht nur das Lehrangebot aufbauen, sondern an einem der zentralen Orten oder an verschiedenen zentralen Orten wie dem Makerspace der SLUB oder dem SLUB TextLab und dem jetzt in Einrichtung befindlichen Open Science Lab wichtige Orte haben, die für diesen Studiengang eine zentrale Rolle spielen werden, sodass wir die enge Verbindung aus Forschung und Lehre mit einer Praxisorientierung hier direkt am Beispiel im Studiengang entwickeln können. Zu den Gestaltungsprinzipien und dem Aufbau hatte ich an vorheriger Stelle schon etwas gesagt. Wir folgen im Wesentlichen den Empfehlungen des Kerncurriculums Digital Humanities nach Saale 2013. Und zielen auf eine breite Grundlagenausbildung mit anschließender Spezialisierung, wobei uns wichtig ist, dass Sie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kommen und eine Schnittstellenkompetenz in diesem Studiengang erwerben, um zum Beispiel größere Projekte betreuen und koordinieren zu können, in denen InformatikerInnen und Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen zusammenarbeiten, und das Ganze in einem Praxisumfeld, für das es in Dresden reiche Anwendungsmöglichkeiten gibt. Zu nennen wären hier zum Beispiel die SLUB oder auch die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, zwei Dresden-Konzept-Partnereinrichtungen, die in diesem Studiengang zusammenarbeiten. Der Studiengang hat also eine Praxis- und eine Forschungsorientierung. Es werden existierende Lehrveranstaltungen einbezogen, die aus den drei unterschiedlichen Fakultäten kommen, aber es gibt auch eigenständige Formate, vor allen Dingen, die die Klammer bilden für Sie als Studierende dieses Studiengangs, um erstens miteinander zu arbeiten und zweitens auch alle am Studiengang beteiligten Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Schlussendlich entscheiden Sie sich bei der Aufnahme des Studiums für einen sogenannten Wahlpflichtbereich, also einen thematischen Schwerpunkt,
der für die Lehrveranstaltungen ab dem zweiten Semester greift, nämlich das sind Gesellschaft und Geschichte, Kunst und Bild, Schule und Bildung, Sprache und Literatur. Sie sehen, das bildet den ganzen Fächerbereich des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften an der TU Dresden ab. Diese Schwerpunkte werden ergänzt durch sogenannte Querschnittsthemen, die für die Digital Humanities eine große Rolle spielen. Allen voranzunennen wären da Daten, Datenstrukturen, Recht und Ethik der DH. Interessanter für Sie im Moment sind die Voraussetzungen für die Aufnahme des Studiums und die würde ich Ihnen ganz gern jetzt entwerfen. Wie bereits gesagt, sollten Sie idealerweise einen Hochschulabschluss oder einen Abschluss an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie haben in den Geistes- und Sozialwissenschaften, also einen erkennbaren Schwerpunkt, der sich den Forschungs- und Lehrinteressen des Bereichs GSW zuordnen lässt. Sie sollten Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 sprechen und nachweisen können, dass diese Stufe erreicht man üblicherweise mit dem Abitur. Und dann sprechen wir noch von sogenannten besonderen Vorkenntnissen im Bereich der digitalen Methoden und Techniken des digitalen Arbeitens. Der Hintergrund ist, dass dieser Masterstudiengang Digital Humanities nicht zugangsbeschränkt ist, sondern es eine sogenannte Eignungsfeststellung gibt, die in einem Eignungsfeststellungsverfahren ermittelt wird. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen darum, dass man einen Antrag der Bewerbung einen Antrag auf Eignungsfeststellung beilegt. Das ist ein gängiges Formular, in dem man unter anderem eben besondere Vorkenntnisse im Bereich der digitalen Methoden nachweisen kann. Zu denken ist hier etwa an Programmier, also Skriptsprachen oder Auszeichnungssprachen, die für unsere Kontexte relevant werden. Auf der einen Seite Perl und Python, um nur zwei Beispiele zu nennen, auf der anderen Seite HTML und XML als Auszeichnungssprachen, sodass Sie hier zeigen können, dass Sie affin sind im Hinblick auf den Erwerb der Schnittstellenkompetenzen zu den informatischen Fachkulturen. Zum Aufbau des Studiengangs. Hier die ganz zentrale und wesentliche Änderung im Vergleich zur Vorschau auf diesen Studiengang vor 2 Jahren. Die Wahlpflichtbereiche Gesellschaft und Geschichte, Kunst und Bild, Schule und Bildung sowie Sprache und Literatur. Diese spiegeln die Schwerpunkte, die wir aus dem Bereich heraus setzen können für Ihre weitere Entwicklung und Vertiefung Ihrer Kenntnisse im Bereich der digitalen Text, Bild, Musik, Geschichtswissenschaften und idealerweise, um an das Vorhergesagte anzuschließen, wenn Sie also einen Bachelor zum Beispiel mit dem Schwerpunkt auf Geschichte haben, dann kann Ihnen in einer Eignungsfeststellung empfohlen werden, sich für den Wahlpflichtbereich Gesellschaft und Geschichte einzuschreiben oder zu entscheiden. Gleiches gilt für die Schwerpunktbereiche Sprache und Literatur, also wenn Sie einen Bachelor in Germanistik haben zum Beispiel, dann wäre dieser Wahlpflichtbereich für Sie wahrscheinlich am interessantesten. Schule und Bildung sowie Kunst und Bild sprechen hier diesbezüglich ebenso für sich. Wir haben versucht, hier nahestehende Bereiche miteinander in Relation zu setzen. Das Ganze ist nicht auf eine Einzelphilologie, um zum Beispiel jetzt mal bei Sprache und Literatur zu bleiben, beschränkt. Genauso bei Gesellschaft und Geschichte werden Sie auch nicht in einem bestimmten Segment der historischen Erforschung arbeiten, sondern zum Beispiel in der sächsischen Landesgeschichte oder in der Geschichte der frühen Neuzeit, je nachdem, was die Kolleginnen für Sie anbieten. Der Aufbau des Studiengangs selbst hat sich vor diesem Hintergrund kaum geändert im Vergleich zur Vorschau. Es gibt eine Einführungsvorlesung in die Grundlagen der anwendungsorientierten Methoden der Digital Humanities, eine Ringvorlesung, in der Sie idealerweise das ganze Spektrum kennenlernen, das wir an der TU Dresden für Sie bereithalten. Dazu wird es ein begleitendes Tutorium geben und auf der anderen Seite, da verweise ich gleich nach unten auf das Modul DH3.1, ein begleitendes Seminar, das Sie in die Grundlagen der DH und die Anwendung der DH einführt. Daneben im ersten Semester sehen Sie 2 informatische Angebote, die aus der Fakultät Informatik bereitgestellt und importiert werden für Sie, sodass Sie da in den besten Händen sind, was den Aufbau von
Kompetenzen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion im Anforderungs- und Testmanagement bereithält. Im zweiten Fachsemester schauen wir zunächst mit einem Seminar auf die inter- und transdisziplinäre Projektentwicklung in den Digital Humanities. Den Trennungsfehler entschuldigen Sie mir bitte. Und weisen dann von dort aus auf komplexe Zusammenhänge hin, gemeinsam mit unseren Partnereinrichtungen, zum Beispiel der SLUB, auf Projekte und Projektentwicklungen, bei denen man spezifische geisteswissenschaftliche Forschungs- und Lehrinteressen berücksichtigen muss und auf der anderen Seite informatische Machbarkeit. Und um das Ganze in einen institutionell stabilen Rahmen zu gießen und zum Beispiel auch für Förderanträge belastbar zu machen, braucht es genau eine solche Kompetenz, die wir in dem Seminar vermitteln. Daneben die Vorlesungen zu den rechtlichen Aspekten der Digital Humanities. Hier wird es um Urheberrechte gehen, um Fragen von Open Science, Open Data, Open Educational Resources und vor allen Dingen auch Folgekonsequenzenabschätzungen, die in dieser Vorlesung Thema sind. Die Übung Programmieren für geistes- und sozialwissenschaftliche Projekte ist eine speziell auf die Bedarf der Geisteswissenschaften zugeschnittene Übung, in der es besondere Angebote geben wird, die sich um das Programmieren herum kümmern. Inwieweit wird dieses anpassen an die jeweiligen Jahrgänge, das wird sich zeigen, aber ist fest eingeplant als eine Übung im zweiten Semester. Daneben sehen Sie die vernetzten Anwendungen der Digital Humanities. Hier geht es um zum Beispiel Schnittstellenbereiche, ich sage jetzt mal aus Sorabistik und Germanistik, um für mich zu sprechen, oder um Zusammenarbeit zwischen den Kunsthistorikerinnen und den Romanistinnen, die schon zum Beispiel auf Ausstellungszusammenhänge in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden blicken und so weiter und so fort. Sie sehen also, das ist eine Lehrveranstaltung im Umfang von 2 Semesterwochenstunden, die genau auf solche Vernetzungen blickt. Das, was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ist das, was Sie dahinter sehen. Man würde jetzt ja vermuten, das ist ein Seminar oder eine Vorlesung oder eine Übung. Wir haben uns das im Studiengang offen gehalten, explizit, um hier ganz unterschiedliche Lehrveranstaltungsformate unterbringen zu können. Man spricht dann von einer sogenannten Kataloglösung aus den Lehrangeboten, die veröffentlicht werden und die für diesen Masterstudiengang vorgesehen sind. Jetzt fragen Sie sich, sowas ergibt sich doch nicht allein. Nein, wir haben für diesen Masterstudiengang eine Koordinatorin, Katharina Fritsch, die ein Auge darauf hält, dass wir diese Lehrveranstaltungsangebote sauber aufeinander abstimmen, dass wir ein Gleichgewicht haben der beteiligten Fakultäten und vor allen Dingen werden Sie Katharina Fritsch im Zusammenhang mit der Bewerbung für diesen Studiengang kennenlernen, denn sie koordiniert auch die Eignungsfeststellungsgespräche. Jetzt zentral dieses grün abgesetzte Modul, da sehen Sie schon die Kürzel GGKBSBSL und dahinter verstecken sich die schon genannten Wahlpflichtbereiche, die hier im Umfang von 4 Semesterwochenstunden schon ab dem 2. Semester besucht werden. Das heißt, hier findet eine fachwissenschaftliche Vertiefung statt in den Bereichen, in denen Sie sich bewegen. Für mich zum Beispiel kann ich sagen, in der germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte sind es vor allen Dingen auf der einen Seite Editionszusammenhänge, in denen vor allen Dingen auf XML-Auszeichnungen von bestimmten Daten geschaut wird. Auf der anderen Seite aber auch maschinenlesbare Corpora, die in korpuslinguistischen Zusammenhängen gebraucht werden. Daneben die Frage, wie repräsentieren wir zum Beispiel in virtuellen Lehr- und Lernräumen unsere Ergebnisse oder wie arbeiten wir generell zusammen? Und glauben Sie mir, gibt es zahlreiche Projekte, die sich hier über mehrere Semester entwickeln lassen. Und das ist schlussendlich das Ziel dieses Studiengangs. Im dritten Fachsemester haben wir einen Praktikumsanteil fest eingeplant, der im Zusammenhang mit externen Partnerinstitutionen realisiert wird. Das sind in Dresden jetzt erstmal für uns wichtig für den Einstieg in diesen Studiengang, die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, die Hochschule für Musik und es kommt, das würde mich sehr freuen, vermutlich noch hinzu, das Sorbische Institut in Bautzen. Und mit diesen Partnerinstitutionen erarbeiten Sie gemeinsam Projekte in Ihrer Vertiefungsrichtung oder im vernetzten Arbeiten. Genau deshalb brauchen wir diese beiden Module im zweiten Semester und besuchen daneben vertiefende, fachspezifische
Veranstaltungen im Umfang von 6 Semesterwochenstunden. Also das sind drei Veranstaltungen, in denen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der DH weiter ausbauen. Im vierten Semester steht dann schlussendlich die Masterarbeit an. Idealerweise schreiben Sie die in Ihrer Vertiefungsrichtung oder im Wahlpflichtbereich, und ein sogenanntes Partnerforum, das ist die Klammer faktisch zum Beginn des Studiums, in dem es in diesem Partnerforum geht, ist darum, dass in der Projektkoordination und in Kooperation mit den Partnereinrichtungen Sie Ihre Arbeit, Ihre Projekte sich gegenseitig vorstellen und dann miteinander ins Gespräch kommen, in der Hoffnung, dass sich so noch einmal wechselseitig Impulse für die gemeinsame Zusammenarbeit und vor allen Dingen für die Arbeit mit den Partnereinrichtungen gemeinsam ergeben, sodass Sie dann am Schluss, man möchte es so sagen, eigentlich vom zweiten bis zum vierten Semester idealerweise in einem bestimmten Arbeitszusammenhang Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich der Digital Humanities ausbauen konnten und sich dann entscheiden, ob Sie eher forschungsorientiert an das Studium anschließen wollen oder gemeinsam mit einer Partnereinrichtung ein berufliches Umfeld, berufliche Möglichkeiten für Sie ausloten, für die konkrete Arbeit nach dem Studium. Das ist im Wesentlichen die Idee hinter diesem Studiengang, das Ganze hier noch einmal zusammengefasst vom ersten bis zum vierten Semester. Sie sehen, es gibt Grundlagenbezüge, daneben informatische Bestandteile, die in den ersten beiden Semestern liegen. Und dann wird neben der vernetzten Arbeit, hier hellblau unterlegt, auch sofort fachspezifisch noch gearbeitet, sodass wir beide Säulen eigentlich durchgängig durchs Studium ziehen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein mit einer Kurzvorstellung der Gestaltungsprinzipien, den Voraussetzungen, die Sie mitbringen möchten, um sich für diesen Studiengang zu bewerben, und dem Studienablaufplan für 4 Semester in einem Masterstudiengang. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen die Informationsmaterialien schnell streuen können, um Sie auch auf anderen Portalen zu informieren über die besonderen Angebote im Bereich dieses Masterstudiengangs, der ab dem Wintersemester 2022 startet. Wenn Sie Fragen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie schon jetzt auf mich zukommen. Sie finden meine Kontaktdaten eigentlich überall im Netz. Und bis wir die offizielle Website für den Masterstudiengang aufgebaut haben und veröffentlichen dürfen, dauert es noch eine kurze Weile. Aber halten Sie sich mit Fragen nicht zurück, wenden Sie sich gerne an mich oder an Katharina Fritsch. Und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ciao.